Das ist ein Cybercopy. Cyber-Außenpolitik. Herr Münch, könnten Sie mal erläutern, was ein Cybercop genau macht und wie man das werden kann? Ein Cybercop, unter diesem Arbeitsbegriff, läuft ein verändertes Einstellungsverfahren, was wir jetzt betreiben. Es geht darum, Personen, die bereits einen Bachelorabschluss haben mit Bezug zum Thema IT, einen vereinfachten Zugang in die Polizei und das BKA zu geben, mit einem verkürzten Studium schon gleich übernommen als Kriminalkommissar, also dann auch mit einem Gehalt, weil wir in der Regel ja jemanden nehmen, der schon fertig studiert hat und quasi aus dem, vom Arbeitsmarkt kommt. Das heißt, er wird nicht mit Anwärterbezügen eingestellt oder sie, und mit einem verkürzten Studiengang von 18 Monaten, um dann im Ermittlungsbereich als Kriminalbeamter eingesetzt werden zu können, aber mit einem besonderen Know-how in einem Fachkreis, so nennen wir das jetzt mal, einer Fachkarriere, wo man eben das auch besonders braucht. Und das ist zum Beispiel die Ermittlung im Bereich Cybercrime, ist es genauso im Bereich der digitalen Forensik, wo wir es zum Beispiel mit der Auswertung von Beweismitteln zu tun haben. Das Ziel ist es also, dann auch attraktiver zu werden für solche Personen, die mit dem Gedanken spielen, bei der Polizei zu arbeiten, schon studiert haben und dann über einen verkürzten Einstieg diese Möglichkeit zu eröffnen. Das ist ein Cybercop, ja, so machen wir mal Erläuterung. Wie wichtig das Thema Cybersicherheit ist, ich glaube, das spricht für sich. Cybercrime definieren wir in einem engeren und einem weiteren Sinne. In einem weiteren Sinne ist immer dann der Fall, wenn das Internet eingesetzt wird als Tatmittel. Im engeren Sinne, wenn es dann darum geht, wirklich einen digitalen Schaden anzurichten. Cyberabwehren. Und hier bleiben wir übrigens am Ball, auch bei dem ganzen Thema Cyber und Umgang mit öffentlichen und privaten Datensammlungen. Zum Thema Cyber ist ja insgesamt ein sehr großes Thema. Wir haben auch offensive Fähigkeiten bei verschiedenen Bereichen, wo wir Cyber machen. Cyber Offense und noch viel wichtiger Cyber Defense rücken auf der sicherheitspolitischen Prioritätenliste ganz nach oben. Unbekannte Hacker hatten einen Trojaner eingeschleust und das ist ein Cyberdelikt im engeren Sinne. Auch 4 Wochen nach einem Cyberangriff auf das Computernetzwerk ist noch immer nicht genau klar, welche Daten in fremde Hände gelangt sind. Ich glaube, das spricht für sich. I know a lot of people want to send blankets or water. Just send your cash. Money, I want more money. I don't even know why. Lang lebe jung und naiv, würde ich sagen.